Ja, da sind wir wieder am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Jo, nach einer gewaltigen Pause, zwischen den Aufnahmen zumindest, weil ich noch arbeiten musste, geht's heute weiter mit unserem Freund Geralt. Ja, und wir waren stehen geblieben, dass Vesemir da irgendwas wollte mit Yuma, wollte ihn da irgendwie mit irgendeiner Methode da irgendwie, ja, wieder zurückfahren, weil irgendwie scheint da nicht fast geklappt haben. Was war los, Vesemir? Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden. Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Hm? Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick. Aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Vesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Okay. Na und jetzt? Gut. Und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Ja, genau richtig. Nach letzter Nacht hab ich. Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Sammle die erforderlichen Zutaten und stelle den Kräuter absolut her. Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert. Simulationen durch. So, den ersten Humor jetzt mal. Zack. Quest aktualisiert. Warfail Elaine. Ja? Dachte mir, wir könnten das jetzt irgendwie mal machen. Moment. Ich muss jetzt irgendwas... Hä? Ich stelle den Kräuter absolut her. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Moment. So, ich würde dich jetzt gerne. Geralt? Kollege? Ja? Was ist denn, Wolf? Bis dann. Bis später, Vesemir. Oh, ich stehe irgendwo auf dem Skritt. Ja, die Frage ist wo. Wo kann man... In Inventar.
Ja, die Frage ist, wo können wir das Ding herstellen? Gibt's da weniger einen Kessel oder so? Hier nicht irgendwie weiter. Warte mal. So, das ist wieder so ein Schleifstein, aber wie. Hä? Wo soll ich das Ding jetzt herstellen? Fragezeichen. Ja. Geralt? Ja, ich würde gern, stelle den Kräuter zu per. Wie? Ah, Chemie-Rezepte. Bitte mal Telefon. So funktioniert das ganze Ding. Bringe die Tränke zu Jennifer. Sorry, dass ich jetzt gerade momentan warte. Ich dachte, ich hatte irgendwie Kessel gesucht. Da, bitteschön. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Besemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel? Mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt? Setze die Ampullen in die Spender ein. Na, da bin ich mal gespannt. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. So, einmal. Das, die Muttertränen. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Na super, eigentlich funktioniert immer was. Aber es liegt alles im Rahmen. Ah, ist doch dasselbe. Jetzt das nächste Elixier. Den Quickensack. Saft. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. Gut, das Aristidenextrakt. Oisi, Kefün. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Ja.
Ich glaube, das findet ihr gerade alles im Kotzen. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein. Die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Ah, Jen weiß eh, was sie tut. Ich vertraue Jen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut? Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Da melden sich alle freiwillig. Da richtet er sich auf. Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Ja, er passt auf, dass er da nicht an die falschen Stellen gerät. Einige Stunden später. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Ich bin gespannt, was daraus wird, was Yuma war oder Uma war, bevor er so verflucht wurde. Du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Dann war die erste. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief, nicht so, Fußarbeit, erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Bremst mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Jetzt kommt der interessanteste Teil. Valach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel.
aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Was will die denn von ihr? Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wo liegt sie? Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Brevein. Arvein. Silain. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Und noch ein Gegenstand erhalten, magisches Glühwürmchen. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wird er sich erholen? Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Gut, dann geht sie gerade erstmal Ciri suchen. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Ja. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Wir werden sehen. Ich weiß nicht. Wir werden schon sehen. Geralt, du willst schnell zu ihr, das verstehe ich ja, aber wir dürfen nichts überstürzen. Dir liegt was auf der Zunge, richtig? Komm schon, spuck's aus. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Gut, dann werden wir mal Büffelleute sammeln. Ciri und eure Verbündete. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und was hast du vor? Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und Grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Level 17. Gut, wir müssen auf jeden Fall nochmal Punkte sammeln. Charakter. Wir müssen unsere Punkte ausgeben. Gut.
Gut. Wow. Ein guter Erfahrungspunkt, den wir gerade bekommen. Charakter. Ja, jetzt kommt alles auf einmal. Wir kriegen gerade alle eine neue Quest, die Nebelinsel. Eieiei. Und dir so. Das ist jetzt einig. Sorry, wenn das jetzt gerade einen Moment dauert. Es sind sehr viele Informationen gerade reingekommen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Und dann fangen wir an mit den Freunden, um die Unterstützung zu sammeln. Wir geben Kampf gegen die wilde Jagd. Oder geht's vielleicht bald schon sogar Richtung Ende zu dieses Let's Plays. Naja, schauen wir einfach mal. Bis dahin und auf Wiedersehen.